Nun ist es gleich wieder soweit für für Teil 3 der Quest-Ausgrabungsarbeiten. Wenn ich jetzt in die nächste Stadt reise, wird mich der Bote wieder abpassen. Das hatte ich eben schon gehabt und dann den letzten Spielstand nochmal geladen, weil ich euch das, ja, gehört einfach zur Quest dazu, sollte im Video drin sein. In der Zwischenzeit habe ich Folgendes gemacht. Ich habe Illusion nochmal legendär gemacht, also zum 7. Mal. Kann man hier sehen. Die 7, da. Und mit den beiden gewonnenen Punkten habe ich einen Punkt in einhändig investiert. Hier. Den habe ich da. Nee, Quatsch. Da hatte ich da reingesteckt. Doppelwirbel. Damit ich die zwei Waffentechniken besser ausführen kann. Und den anderen Punkt habe ich hier oben investiert. In Schnellschuss. Und Diese Festung ist die zweimal Stärke konnte der ich bei Achte ihm und nur hier, sie allein. das Ihr ist der steht dem Ausbilder für Tod, dem Einhandwaffentraining Häuptling auf von Meister, Technikial. konnte ich bei ihm hier Kämpft weiter. zweimal Trainingsstunden nehmen. Das macht also eine Hand plus 10 insgesamt. So, und jetzt tun wir mal schnell reisen. Nach, ja, nimmer weiß, Lauf. Völlig wurscht eigentlich, aber nimmer weiß, Lauf. Und meine alte Gewohnheit auf Dächern rumklettern, ich kann es halt einfach nicht lassen. So, da Ich ist habe nach er. euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Was ist es denn? Lasst Was mal ist es sehen. denn? Genug, genug! Ich ergebe mich! Diese Okay, Gegenseitigen abwatschen. Pflichten! Das gab's vorhin nicht. Egal, bisschen Action. Blutschwinge. Und Seelenreise. Dann könnt ihr die beiden Schwerter wenigstens mal so in Action erleben. Was ist mit dir? Ich sehe nichts. Wache von Weißlauf. Du saugst hier gar nichts. Nicht solange ich in der Stadt bin. Was? Was ist denn da los? Noch einer. Meister der Nacht. Hoffentlich hat das keine Konsequenzen. Die Händler habe ich ja zum Glück essentiell gemacht. Wer ist denn das? Immer vergewissern. Ich traue mich gar nicht hinzuhauen. Mal sehen, wozu ihr fähig seid. Ich dachte, ich hätte. Ich hoffe, mir hat's keinen total zerlegt. Junkampfgeborene. Was? Da ist immer noch Action. Du hast doch nichts gegen mich, oder? Ach komm, geh halt. Das ist doch. Da hilft nur Neuladen. Oder? Ja, da hilft Glaubt ihr nur. etwa, dass ich Angst vor euch habe? Nein, kurz fix jetzt. Diesen Kampf Ach, das kann ist ich nicht. doch. Was hilft's? Also nochmal zu dem Spielstand zurück. Das ist ein bisschen blöd jetzt. So, neuer Versuch. Wir sind wieder hier aufs Haus geklettert. Da kommt auch schon der Bote und bitte diesmal Ich ohne habe nach euch Kampf. gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch. Speichern. Es bleibt mir nicht erspart. Halte ich mich jetzt da raus und heil bloß oder
Hau ich mit drauf. Na, ich hau noch mal mit drauf. Ich mach mal kaputt. Ja, mach dich aus dem Staub. Ist wahrscheinlich das Gescheitste. Ich trau mich kaum noch draufhauen, sonst treffe ich wieder Verbündete. Das ist ein bisschen blöd geregelt. Wer ist denn dieser Ascherhaufen? Vampirdiener, okay, das passt. Jetzt kloppen die auf die blöde Tür ein. Ach komm halt, da geht ja schon wieder alles schief. Und der Bote kommt natürlich nicht, solange der Kampf ist, ne? Bist du der Bote? Vielleicht kann ich dich ansprechen. Benitor, nein. Ist er das? Ich habe nach euch gesucht. Danke. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Eine weitere Mitteilung von eurem Freund Rales. Ich hoffe, es ist alles in Ordnung. Jetzt schon. Ich muss los. Gut, also das war wieder unser alter Freund Rales. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? Jetzt möchte ich aber trotzdem mal gucken, ob der Vampirdiener wenigstens irgendwas hat, was mich für den Ärger entschädigt. Den Amethyst knöpfe ich dir ab, das hier, den Vampirstab, den Dress kannst du behalten. Gut, es ist klar, was zu tun ist. Wir lesen jetzt erstmal die Notiz. Zweiter Brief von Rales Sedaris. Ich möchte nicht, dass ihr in Panik verfallt, aber ihr müsst unbedingt zum Hügelgrab kommen, so schnell wie möglich, Rales. Ja, ja, was hat er denn jetzt wieder? Also kehre zum Kolb Jorn Hügelgrab zurück. Exakt das machen wir jetzt auch. Wir treffen uns dann irgendwo, ja, auf Solstheim wieder. Mal schauen, wie ich das mache. Obwohl Rabenfels ursprünglich von der ostkaiserlichen Handelsgesellschaft gegründet wurde, überließ diese die gescheiterte Minenkolonie zu Beginn der vierten Ära den Dunkelelfen. Gut, wir sind jetzt in der Nähe von dem Kolpion-Hügelgrab. Und da ist Ranis auch schon. Und jetzt seid ihr zurück. Toll. Einfach toll. Was modst du denn? Du hast mich doch herbestellt, Alter. Und jetzt seid ihr zurück. Toll. Einfach toll. Was ist es diesmal? Trauger. Schon wieder. Na, damit hätten wir wohl rechnen sollen. Was sollten wir sonst in den verdammten Gräbern finden als eine Horde Trauger nach der anderen? Mindestens 6 der Bergleute sind tot. Die übrigen sind davongelaufen. Und das kann ich ihnen nicht verdenken. Ihr hattet mit den Biestern schon einmal Glück. Meint ihr, ihr könntet noch mal reingehen und nachsehen, ob noch jemand am Leben ist? Mit Glück hatte das aber nichts zu tun. Ja, natürlich werde ich noch mal reingehen. Wir lesen aber vorher den nächsten Band von diesen Tagebüchern. Beziehungsweise ich lasse es euch lesen. Ich blätter wieder nur durch. Ja, Laufschrift verschwinde. Dass man es gescheit lesen kann. Lest es wirklich durch, es ist extrem aufschlussreich. Ach ja, ich habe noch 3 Minuten übrig für dieses Video. Da zeige ich euch, was ich noch gemacht habe in der Zeit.
in der ich auf den zweiten Brief von Dralis gewartet habe. Ich habe die Sachen nochmal aufgewertet. Na, wie heißen es gleich wieder? Die Todesmal-Sachen. Und zwar so hoch aufgewertet, wie mir das momentan möglich ist. Ihr könnt ja das mit dem Video vergleichen, in der ich diese Rüstung hole. Da hatte ich es nur so weit aufgewertet, wie ich es mit, also ohne Tränke, also ohne Alchemie und andere Tricks aufwerten kann. Und jetzt habe ich es vorerst maximiert. Bisschen geht noch, aber nicht im Moment. Dazu fehlen mir noch eine Voraussetzung. Also hier Rüstung 211, Rüstung 194, Rüstung 442, Rüstung 194. Das ist deutlich besser als bei meiner ersten Aufwertung. Und hier Blutschwinge, Schaden 337. Ich glaube, vorher waren es um die 70. Ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig. Und Seelenreise hat derselbe Wert. Also ihr seht, man kann weitaus mehr aufwerten als alleine mit der Fähigkeit Schmied auf 100 möglich ist. Das zeige ich euch irgendwann, wenn die Voraussetzungen gegeben sind, in einem eigenen Tutorial. So, dann betreten wir das Grab jetzt.